Heute ist der Mond abnehmend, der Mond ist nicht zigend. Das Element ist Erde, Fruchtorganimpuls ist Wurzel, Sternzeichen ist noch Jungfrau und es ist auch noch Pflanzzeit heute. Und in der Pflanzzeit ist es so, dass der Baum eigentlich immer von Grund auf schon relativ viel Wasserinhalt im Wurzelgefäß hat. Und darum haben wir eigentlich heute einen idealen Tag, um das Mondholz zu fällen. Und darum sind wir hier am Ringeln. Wir fräsen den Ring, damit wir den Wasserfluss stoppen können, dass kein Wasser mehr vom Wurzel geht. Und das Schöne ist, wir haben noch Nadeln dran. Und die Nadeln die brauchen noch gewisse Restfeuchtigkeit. Die sind ja noch grün und wollen grün bleiben. Und so trocknen die uns wie der Stamm natürlich austrocknen. Natürlich der grosse Vorteil ist, dass wir garantieren können, dass das Wasser an uns geht. Das Problem ist ein bisschen bei unseren Wäldern, die wir hier haben, mit den hügeligen Sachen, die wir haben. Eben, wir haben vielleicht andere Bäume, die im Weg sind, wenn wir alle die fällen. An diesem Tag haben wir eigentlich wie ganz viel Holz, das wir übereinander hineinlagern. Und vielfach hat man dann festgestellt, dass es auch Brüche gibt. Das heisst, dass der oberste Teil, wo dann ja die Nadeln dran haben, wo das Wasser rauszieht, dass das wie gebrochen ist und dann funktioniert das wie nicht mehr. Dann ist das wie eine gespeicherte Wasserseile und das Wasser kann nicht rausgehen. Und so haben wir eigentlich wie gewährt, dass wir können sagen, mal, der Stamm ist eigentlich, der Wasserfluss ist unterbrochen und das zieht es dann über die Nadeln vor. Es ist für uns natürlich auch wichtig, dass man das so ein bisschen bewusst macht. Wir sind hier und es geht auch darum, den Baustoff wertzuschätzen. Oder? Also wir haben da Bäume, die sind 100, 120 Jahre gewachsen. Wir können diese Haufen Geschichten erzählen. Und wir sind jetzt hier unterwegs im Wald und fällen die Fällen. Ja, das tut einem manchmal auch ein bisschen weh, wenn man gerade so eine Geschichte in den Boden lässt. Aber wir brauchen das auch, wir brauchen die jungen Bäume, die da nebendran überall sind. Die müssen wieder Licht bekommen, die müssen können wachsen. Und die Alten haben wieder die entstanden und sind dann für uns da für die Weiterverarbeitung, für das Holznutzen. Und darum ist es einfach auch wichtig bei uns, dass wir so einen gewissen Respekt da haben. Wir sind hier im Wald. Meistens, wenn ich hier ankomme, dann tut man sich wie im Wald da schnell kurz ein bisschen bedanken und sagen, du, danke, dürfen wir dich eigentlich haben als Rohmaterial und wir tun ihn schnell informieren, dass wir ihn brauchen für Häuser zu bauen. Das ist eine Fichte. Wie gesagt, ist etwa ja, 100-120 Jahre. Die Fellrichtung ist die Appa. Also wenn wir die Bäume ringeln, dann fällen wir symbolisch noch einen zweiten und dritten Baum. Das gehört ein bisschen zu dem ganzen Akt dazu. Für uns ist das auch noch schön zu sehen. Wir können vergleichen, den Baum, der gefällt ist, und den Baum, der im Ring ist, den Unterschied vom Wassergehalt so können zu messen. Und das gibt uns auch immer wieder Resultate, die das bestätigt, dass der Ring das richtige System ist. Gemeint,
Ja, jetzt kommt. Musst du dir gleich nicht bei Juiz haben? Achtung! Juhui! 6 Jahre. Aber er liegt da, wo man erwähnt. Ja. Wir sind noch ganz. Das ist die Real-Life-Seite, die ja. Ist ein sehr ein gesunder Baum, wie man sieht. Also, wir haben hier nicht irgendwie Einleist drin. Wir haben hier ein bisschen Buchs, wie man sieht. Das ist, so hätte er sich ein bisschen müssen wehren, vielleicht ein bisschen vom Hang her, vom Wind. Aber ist eigentlich für uns das Holz nicht unbedingt ein Problem. Der Baum, den wir jetzt hier gesehen haben, ich denke, der hat etwa 3 Kubik Holz, die er dran hat. Das ist eigentlich ein recht grosser Baum. Ist für uns auch von der Ausbeute her natürlich gut, wenn wir die Bretter haben, dass wir recht viel Holz bekommen. Der Baum geht jetzt auf die Sagerei und wird dann aufgeschnitten. Und ich kann euch vielleicht anhand von dem Querschnitt, den wir hier sehen, schnell kurz erklären, was wir denn da draufschneiden. Und dann setzen wir eigentlich hier schnell die Hilfslinie, setzen, die durchgeht. Und dann schneiden wir eigentlich zuerst hier wie so Balken rausschneiden. Das sind in der Regel in diesem Holz gibt es etwa 3 Stück. Und wenn jetzt das Haus nicht unbedingt die Balken braucht, dann schneiden wir dann auch unsere Holzpurbretter. Also wir schneiden hier oben auch noch einen rausschneiden, einen Balken. Und dann hier unten nochmal einen rausschneiden. Und jetzt sieht man, weil der Jahrringverlauf rund ist, kann man immer bestimmen, ob man ein Riftholz hat, das ganz feinjährig ist, schön ist, oder ob man den Flader hat. Und die meisten Leute wollen eigentlich das Riftholz haben, das schön ist. Darum schneiden wir hier aus diesem Balkenbretter so ausschneiden. Hier in der Mitte auch so schneiden. Und hier wieder gleich. Und hier werden die Bretter eigentlich so dann geschnitten. Das ist so das Hauptsegment. Ich sage mir zuerst den Balken und dann noch Bretter, wenn man machen will. Und dann haben wir auf der Seite hier gibt es dann eigentlich noch Latten daraus. Konterlatten, Dachlatten. Die werden dann da aus diesen Modellen auf der Seite aussen ausgeschnitten. Und man probiert eigentlich immer, dass man möglichst eine gute Ausbeute können erzielen. Wenn wir jetzt so etwas geschnitten haben, dann ist es so, dass wir etwa, wenn es gut geht, 65% von dem Volumen, von diesen Kubik, wo ich etwa 3 Kubik, 65% ist dann auch irgendwie als Endproduktmaterial, das wir rauskommen. Der Rest rundherum geht dann weg in Energieholz-Schnitzel, die es gibt, oder Sagmehl, das es dann auch wieder braucht, für irgendeine Brücke zu machen. Aber der Baum ist, ich sage, etwa 20 Meter ist der Baum. Und wir schneiden eigentlich immer 6 Meter abschneiden, weil mit 6 Meter haben wir die optimalste Ausnutzung vom Baum. Oder von diesen 6 Metern, weil die Häuser sind meistens 3 Meter Stockhöhe und so können wir eigentlich immer das Brett halbieren. Schlussendlich, und das geht eigentlich optimal auf. Wir schneiden etwa zweimal 6 Meter abschneiden und danach ist dann wieder der Zopf zu klein. Also dann sind wir vielleicht irgendwie bei 20 cm und das ist dann eigentlich für unsere Bretter aufzuschneiden. Wie jetzt klein, da gibt es ein anderes Sortiment, also ein Schwachholzsortiment oder dann Energieholz, je nachdem, wie die Taschigkeit noch ist. Geht es dann auch wieder hier ins lokale Heizwerk, wo dann der Rest des Bäumen noch verheizt wird. Also ein Kubik Holz, wenn wir hier haben, der speichert etwa 1 Tonne CO2. Und wenn wir jetzt hier etwa 3 Kubik haben, dann haben wir 3 Tonnen CO2 gespeichert, die wir so haben. Und das CO2 ist eigentlich nur gespeichert im Holz. Das ist ja über Jahre. Über Photosynthese und über die Bildung von Holzmasse hat man das CO2 da gespeichert. Und das bleibt so lange im Holz, bis man das Holz wieder verbrennen. Und darum ist es also sinnvoll, dass wir Holz verbauen, um unser Klima weiterzubringen, dass wir möglichst viel CO2 so gebunden haben im Material. Und nicht, dass wir einfach möglichst viel von diesem Stamm in das Energieholz führen und alles CO2 wieder freisetzen. Also wir können aktiv Klimaschutz betreiben, wenn wir mit Holz bauen und das CO2 so binden, möglichst über viele Generationen.
Ja, mit dem Mondholz haben wir sehr viel Energie optimieren. Das ist so ein bisschen der Nebeneffekt. Früher hat man vielleicht noch nicht so oft das geschaut. Früher hat man es einfach als Mondholz gemacht, dass man eigentlich die bessere Qualität erreicht hat. Dass man weniger Verdrehung hat im Holz, weniger Spalt hat, weil man es sehr trocken hat zum Verbuehen. Für uns selber hat es natürlich den grössten Effekt gehabt, ja, wie viel Energie brauchen wir, für den Baustoff vom Wald auf die Baustelle zu haben. Das hat uns eigentlich interessiert. Das sind ja wie in Zukunft auch Themen, dass wir möglichst mit wenig Energie können, viel Volumen bauen können. Und dort haben wir einfach gespürt, gehabt, indem was wir an dem Holz wieder Zeit geben, können wir das erreichen. Und das Zeit geben heisst eben am richtigen Zeitpunkt den Schnitt zu machen. Zeit geben heisst, dass wir die Bäume 3 bis 4 Monate im Wald stehen lassen. Das ist ein Haufen Wasser, das natürlich rausgeht. Das heisst, wir können mehr Rundholz auf einen Lastwagen laden, der dann auf die Sagerie fährt. Wenn es auf der Sagerie ist, wird es geschnitten und gelagert. Und wenn wir es dann technisch trocknen, was wir heute da müssen, von den Normen her, 6%, aber nicht bei diesem Fall, dann haben wir die Hälfte an Energie, die wir haben müssen aufwenden müssen, bis das Holz eigentlich in dieser Feuchtigkeit ist, wo wir es bräuchten. Und durch die Optimierung, die wir da haben, haben wir eigentlich können, die Energie, also die graue Energie im Holz sind um 30% verbessern. Und das ist natürlich, wenn man bei den ganzen Häusern baut, ist natürlich das ein extrem wichtiger Beitrag für eine Gesamtbilanz zu machen, auf das ganze Volumen, was das bringt. Ein weiterer Punkt ist auch, dass wir das Holz, durch das, dass die Inhaltsstoffe so natürlich rausgeben, müssen wir unser Holz nicht behandeln. Also wir müssen es auf dem Lagerplatz im Wald aus und auf der Sagerie müssen wir es nicht mit chemischen Mittel spritzen, dass der Käfer nicht reingeht oder der Pilz wächst. Beim normalen Prozess muss man das eigentlich immer machen. Und da haben wir natürlich auch können optimieren, dass wir nicht irgendwie zusätzliche Arbeitsgänge machen und dass wir nicht irgendein Giftmittel haben, das irgendwie später durch den Regen wieder in den Boden hineingeht und irgendwie dort Probleme macht. Ja, unsere Firma ist vor 46 Jahren, 1977, von meinem Vater Walter Küng hier im Kilchkerli gegründet worden. Dann bin ich vor 15 Jahren dazugekommen und bin auf dem Weg als Zimmermann-Ausbildung, die ich dann im Kanton Nidwalden machen durfte. Und habe mich dann ein bisschen weitergebildet als Holzbautechniker und zum Holzbaumeister und bin dann zurück eben in den Betrieb. Und hatte mir jetzt das Gefühl, jetzt müssen wir irgendetwas ändern, weil wir hatten so eine Strategie, dass man sagt, ja, möglichst viele Fertigprodukte einkaufen, Halbfabrikate, und wir dient die da einfach so zu Konstruktionen zusammen verbinden und ich hatte so wie die Aufgabe gehabt, zu der Kundschaft zu gehen und dann die Holzprojekte zu verkaufen und zu sagen, ja, baut mit diesem Baustoff Holz, oder ist gesund und ist gut. Und irgendwie habe ich wie gespürt, es ist einfach nicht so ganz das Richtige, es ist nicht so ehrlich. Und darum haben wir wie angefangen, etwas zu suchen, das wirklich zu uns passen würde und wo auch mein Herz dafür schlägt. Und das ist einfach Tradition, wie es früher war, dass man das Element Holz von hier, vom Kanton Obwalden, dann mit aus dem etwas macht. Und dann ist die Entwicklung entstanden von diesem Vollholzsystem. Das ist eigentlich ganz ein ganz einfaches System. Es braucht wenig Bearbeitung. Es braucht keine Industrie hinten dran. Also das Brett kann jeder kleine Sagerie kann so ein Brett herstellen. Und aus dem etwas fertigen, das ist dann wieder der Start gewesen, wo wir dann eben vor 13 Jahren haben wir dann gestartet mit diesem Projekt. Und dann ist ja auch wichtig, dass wir das selber produzieren, nicht, dass wir es in einem Ort wieder zukaufen von einem anderen Anbieter, der das über der Grenze schon hergestellt hat, sondern wir haben wie wollen ein eigenes System haben, um möglichst eine grosse Wertschätzung oder Wertschöpfung wieder hier zu generieren, bei unserem Dorf in Alpnach. Und jetzt ist der Betrieb gewachsen und wir sind mittlerweile 100 Mitarbeiter, die tagtäglich hier arbeiten. Und es ist schön, dass wir so weit sind, dass wir wirklich wir haben ein rohes Material, das immer zu uns kommt. Und jede weitere Verarbeitung können wir selber hier herstellen. Bei uns ist ja wie die Natur, also der Baum ist dann wie in den Fokus gekommen. Wir haben gesagt, das ist so ein bisschen wie das wichtigste Material. Wir wollen mit dem Baum, der hier in der Region wächst,
wenn wir arbeiten. Wir sind ja wie da, da mit bei unserer Werkhalle gewesen, wo wir dann produzieren. Und das ist so der gängige Weg, dass jeden Ort ist ja eine Kundschaft da, wo ein schönes Haus haben will. Und wir haben das dann produziert, das heisst, das Material ist irgendwie da gekommen, abgeliefert worden. Wir, für uns war immer wichtig, dass wir es selber montieren, die Elemente. Und so, so hat ja wieder der Produktionsprozess eigentlich bis anhin stattgefunden. Und weil wir einfach so eine grosse Bedeutung haben mit dem Holz selber, haben wir gesagt, hey, es kann nicht sein, dass irgendwie das Material erst da zu uns kommt und wir wollen die Leute begeistern mit dem Baustoff, von da zu bauen. Und dann haben wir müssen den restlichen Kreis, also den Prozess, haben wir noch mit einbinden. Das heisst, es fängt eigentlich an, dass wir sagen am Förster, welche Bäume brauchen wir für die Familie, dass wir das richtige Holz haben, das die eigentlich bei uns wollen. Also wir haben irgendetwas verkauft da drin. Und dass wir das dann auch in der Qualität genau gefunden haben, wir gesagt, hey, wir gehen direkt in den Wald. Wir sagen auch, wo das Rundholz dann gelagert ist im Wald draussen, das bestimmen wir. Wir sagen dann auch, welcher Lastwagen oder welcher Transportunternehmer tut das Rundholz zum Wald ausführen und wo geht das hin. Und am Schluss sagen wir auch noch, welche Sagerei tut das Holz aufschneiden, in welcher Dimension, in welcher Qualität. Und dann wird das ja irgendwie dann noch gelagert. Und in diesem Prozess ist uns wichtig, dass wir das Holz, wo dann die Stapel, die wir manchmal sehen, die gelagert sind, sagen wir, das muss wie ein Jahr lang gelagert sein, dass das Holz noch ein bisschen ruhen kann. Weil Holz wird einfach mit jeder Woche, wo es älter ist, wo es gelagert wird, wird das Holz einfach schöner. Also ein schöner Nebeneffekt aus dieser Geschichte, die wir da uns erweitert haben, ist, dass die Bauerschaft, am Anfang nehmen wir die Bauerschaft viel da mit in den Wald. Sie wollen eigentlich wirklich wissen, wo ihr Baustoff herkommt. Und wenn die im Wald sind und der Geschmack vom Wald, wenn du einen Baum fällst, das Harz, wie das schmeckt, das gibt wahnsinnig viele Emotionen. Und das Ereignis, das da ist, das gibt extrem viel Ruhe im ganzen Bauprozess. Durch den Prozess habe ich das Gefühl, dass man einfach die Langlebigkeit da erhöhen. Es ist sehr ein hoher Wert, der entsteht in diesem Objekt. Und die Familie, das ist eine Geschichte entstanden mit dem Hausbau und das wird übermittelt, das kommen die Kinder mit über und Kindeskind und so. So weiss man einfach, hey, unser Haus, das ist vom Material von da gefertigt und das ist eine gewisse Stärke. Sie sagen ja dann viel, ja, es braucht ja dann wie nicht mehr, es braucht wie kein Architekt mehr, der dann da noch macht. Ihr wisst ja, wie das geht, ihr wisst, wie die Details geht. Und dort muss ich sie auch irgendwie so ein bisschen richtig informieren und sagen, nein, es braucht die Qualität vom Architekt dazu, dass die schönen Räume entstehen. Wir können gut konstruieren und wir können Vorgaben geben, aber wir sind nicht die Leute, die Räume entwerfen können. Und darum ist die Dreiecksbeziehung zwischen uns, Architekt und Bauerschaft, ist dann wichtig, dass auch etwas Schönes entsteht. Wir haben hier unsere beiden Holzsysteme, die wir machen. Wir haben vor 10 Jahren eigentlich nur den Rahmenbau gemacht und haben uns dann spezialisiert für den Vollholzbau. Mit dem Vollholzbau haben wir das regionale Material, das hier wächst, wieder integrieren können. Ich glaube, das ist der grösste Vorteil. Es hat auch eine schöne Einfachheit. Das heisst, wir haben hier Bretter, wo wir so überkommen, vom Wald zum Sager zu Eis, das ist immer 3 cm dick, 16 cm breit. Und wir machen eigentlich nichts anderes, als die Bretter kreuzweise aufeinander auflegen, in der Produktion. Es gibt einen Winkel dazu und dann gibt es noch eine Diagonale dazu. Und die Diagonale ist dann die ausstiefende Schicht, die es braucht, dass das Holz aus Stabilität überkommt. Wenn die Bretter gleich sind, gibt es dann im Knotenpunkt einen Dübel drin, das heisst, man das Loch bohren, den Dübel komprimieren und dann den Dübel reinstoßen und durch den Verbund, der da passiert, kommt dann an die Wand an die richtige Stabilität über. Und schön am Vollholzsystem ist, dass es nur aus Holz besteht, also das ist jetzt eine halbe Wand, also eine gesamte Wand ist 40 cm. Wo man dazu benötigt und wir haben kein anderes Material, außer das Material, das von da ist.
Durch das, dass wir die Dübel nur über eine Kompression eindringen und keine Chemie dazu tun, kein Leim, ist das natürlich bezüglich Nachhaltigkeit sehr ein sehr sinnvolles System. Und man kann, ich sage nämlich, die Bretter kann man wieder voneinander nehmen, den Dübel rausnimmt und kann sie wieder zurückführen und kann so ein Material mehrmals verwenden. Beim Rahmenbausystem brauchen wir ein bisschen weniger Holz, wie man sieht. Also es sind wie nur tragende Stützen, wo dann das Haus trägt, und dann tut man eine Dämmung drin, die dann die Isolation bildet. Und so eine Rahmenbau kann man dann je nach Bedürfnis der Kunden mit einer Gipsfaserplatte bekleiden oder mit einer Holzplatte kann man die bekleiden, je nach Bedürfnis, das man hat als Erscheinung. Beim Rahmenbau ist es aber so, dass man meistens Konstruktionsholz, das drinnen ist, müssen verleimt haben, dass man die Stabilität und die Präzision halten kann, die die Platte braucht. Und man tut es dann mit einer Isolation dämmen. Und das ist, ich denke, von der Leistungsfähigkeit her, von der Isolationswert, ist das natürlich, wenn man heute berechnet, eher ein bisschen besser als ein Vollholzsystem. Aber ich sage immer, im Holz sind so die Wunder versteckt, wo wir noch ganz viel dazu lernen müssen, dass das auch sehr gut ein isolierendes Bauteil ist. Beim Holzrahmenbau redet man in Zukunft ein bisschen mehr von Diät, dass man sagt, man tut ein bisschen Holz sparen, man tut weniger Holz verbrauchen und das mit der Dämmung ersetzen. Wo man natürlich, wenn man diese Masse sieht, einen Haufen Holz brauchen. Aber wir haben auch ein bisschen gemerkt, man kann ein bisschen reagieren mit diesem System, wenn man so ein bisschen schaut, was im Wald passiert. Wir haben sehr viel schlechtes Material, das unterwegs ist, wo dazu bewegt hat, dass man grosse Heizwerke bauen. Und ich bin immer so, oder ich setze mich für das ein, dass man sagt, wir bauen das Holz zuerst, bevor wir es verbrennen. Und wir haben so wie gemerkt, hey, wir können dem Wald eigentlich recht gut helfen, wenn wir schlechtes Material von ihnen abkaufen. Und darum bin ich auch da nicht so mit einem schlechten Gewissen unterwegs, sondern mir gefällt es eigentlich, wenn wir da einfach sehr viel Holzmassen angespeichert haben. Aber das ist immer noch so ein bisschen Diskussionsbasis. Ich glaube, hier könnte man es auch noch ein bisschen weiterentwickeln, dass man in Zukunft vielleicht ein bisschen mit besseren Materialien und mit, ich sage jetzt, mit Verschraubungen und nicht Verklebungen, dass man das auch ein bisschen zu einem ökologischeren Gesamtprojekt ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, der Holzbau hat eine sehr schöne Tradition und das fasziniert mich eigentlich extrem, weil das Wissen, das die früher hatten und der gute Umgang und das Gespür, das haben wir wie so ein bisschen mit unserer Weiterbildung haben wir das verloren. Also heute reden wir viel von Bauphysik und Technik und Statik und wir sehen nur noch so ein bisschen Probleme und früher haben sie einfach geschafft und schöne Sachen entworfen. Und ich glaube, die Tradition, die früher gelebt worden ist in den Holzhäusern, das ist ja noch überall auffindbar in unseren Regionen. Und ich glaube, die Häuser sind dann auch so entstanden, weil man auch geschaut hat, wie ist es am einfachsten, aus dem Material vor Ort etwas zu bauen. Und man hat auf sehr viele Sachen geschaut, dass man am richtigen Zeitpunkt dann, das Material von den Bergen ins Tal genommen hat. Und dann hat man geschaut, dass man möglichst aus einem runden Balken raus, einen grossen Balken rausbringt, wo man schön aufeinander aufstellen kann. Darum ist ja bei uns ganz, oder ich sage, der Innerschweiz, Zentralschweiz, ist ein Strickbau das Material gewesen. Also man kennt bei uns nicht die Rundholzhäuser, man war ein bisschen sparsam mit dem Material. Und für uns war das immer der Ansporn, wieder ein bisschen zurückzugehen, wieder ein bisschen diese Art da können, zu finden. Wir probieren da in diesen verschiedenen Umgebungen, wo wir sind, auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf die Details, die früher geschaffen worden sind. Also, wenn wir so bald ein Haus machen, probieren wir das in die heutige Zeit umzusetzen, dass wir auch gewisse Schmuck und Bui oder gewisse Buiarten umsetzen können. Und heute ist sehr viel so, dass wir schauen, mit guten Partnern zusammen zu arbeiten, also mit guten Architekten, die uns auch helfen, in diesen Gedanken weiterzubringen. Und wir sind ja wie so im technischen Bereich weitergebildet worden und haben natürlich genau die Kernthemen, sind bei uns weniger das Thema. Und darum müssen wir wahnsinnig viel daran arbeiten, dass wir die alten Geschichten, die sie früher einfach so aus dem Handgelenk gemacht haben, dass wir die wieder umsetzen können. Also da braucht es immer wieder Gespräche mit Leuten. Man muss
ältere Leute wieder befragen oder Besuch machen, dass man an die Information herankommt. Es ist sehr wenig über das Holzbauwissen eigentlich publiziert. Das sind so die, das liegt so ein bisschen auf den Schultern von den älteren Leuten, die das irgendwie, wo wir das noch mehr abholen. Das Haus Sagi, das gehört in eine Wohnüberbauung. Das sind 4 Mehrfamilienhäuser, die dort schon stehen. Das ist jetzt das 5. wo noch kommt, das letzte Haus. Und das Schöne ist, in dieser Wohnüberbauung Sagi, man ist alles aus dem reinen Holz gebaut. Aus dem Kanton Obwalden. Wir haben aussen eine Holzschindel, die dann verkleidet und innen das sichtbare Holz. Beim Projektleiter sehen wir mal, wie das Haus konstruiert wird. Und dann sehen wir, wie die Herstellung ist von diesen Vollholzwänden. Wir sehen hier die Innenschale, die Aussenschale, wir sehen etwas Wände, die stehen da bei uns schon in der Produktion, wo man dann erahnen kann, wie denn das zusammengefügt wird. Und wir sehen hier noch den Prozess, wie die fertigen Fensterfutter eingebaut werden, dass man eigentlich am Aufrichten dann möglichst schnell die Fenster montieren kann und das Gebäude schon dicht ist. Das Haus Sagi ist gebaut aus 42 cm Vollholz, das drauf ist, hat aber in der Mitte noch eine 6 cm dicke Holzfaserdämmplatte gepresst, wo wir bei den mehrgeschossigen Häusern einsetzen, damit wir ein weniger Schallübertragungen haben von Stockwerk zu Stockwerk. Für das Projekt Sagi brauchen wir etwa 80 gewachsene Bäume, etwa noch 5 Kubik Holz, damit wir das Gebäude realisieren können. Und das sind aber grosse Bäume, wenn wir von 5 Kubik reden. Also wenn wir jetzt etwa von 2,5 Kubik reden, dann sind es dann 160 Bäume, die es da braucht. Und ich habe manchmal auch ein bisschen Respekt und sage, ja, ich brauche jetzt so viel Material für ein Haus. Ich meine, ja, jetzt denn noch so viele Bäume? Und gleich, wenn man wieder den Wald hört, wie viel sie Material eigentlich rum haben, dann tut es einem wieder ein bisschen beruhigen. Der ganze Jahresausstoß, den wir hier haben, ein Holz, das wir das ganze Jahr brauchen, das ist etwa 40 Minuten im Schweizer Wald und dann ist das wieder nachgewachsen. Und das ist jetzt der Plan hier von der Sichtlage. Das ist jetzt das sichtbare TEF, das wir hier haben. Das ist die oberste Oberfläche innen für das TEF, das man sieht. Und das ist jetzt so ein Plan mit dem, das ist jetzt etwas, das von mir kommt, das ich nachher immer übergebe. Und da hinten ist die Station, wo alle Sichtlagen gekappt, sagt man dem, gekappt werden. Das gibt dann ein Spanbild, das er macht. Die werden hingelegt und zusammengeklemmt. Und dann kommt die erste Lage Bretter drauf. Und dann hat er die Sichtlage zusammen. Ich meinte, sicheren Weg lassen. Ich sage immer allen, bei uns die besten Rechner und die besten Zeichner in der Schule, die sind heute nicht gute Projektleiter. Man muss eben mit den Leuten können und man muss jeden ein bisschen nehmen, wie er ist und jeden irgendwo stärken, schwächen. Und das ist eigentlich das, ist das Beste. Da kann man das Maximum in einem Team rausholen. Der Aussenplatte vom Fensterfutter, ja. Der ist eigentlich immer im Sturz drin. Der Sturz, der rausgerundet ist. Ja. Das kommt dir gar nicht an zu tun. Ist das so? Ja, die kannst du nicht hier tun. Ja. Ich weiss aber nicht, ist das bei jedem Fenster so? Weißt du, das merkt man es dir wenig im Voraus, oder? Wir müssen jetzt mal auseinander. Ja. Da hinten ist auch etwas verkehrt, oder? Ja. Also die Architekturpläne sind Grundriss und Schnitt von Gebäuden, die wir als Planungsgrundlage tiptop einlesen als DWG. Und also in der ersten Phase werden die mal besprochen,
was überhaupt, wenn man etwas sieht, was überhaupt nicht zum Ausführen ist, dass man das noch ändern muss, bevor wir loslegen. Das heisst, es gibt eine Sitzung, wo eigentlich nur von den Architekten dabei ist und noch kein Unternehmen. Aufgrund von dieser Basis, DWG, von dem Plan, zeichnen wir eigentlich unseren Holzbau noch einmal drüber zeichnen. Noch einmal einen identischen Grundriss, aber der ist eigentlich auf den Holzbau angepasst. Und dann können wir mit dem Grundriss und dem Schnitt nachher einlesen in einem 3D. Und wir brauchen schlussendlich ein 3D, sonst wäre eigentlich die ganze Maschinenansteuerung würde nicht funktionieren. Dementsprechend die Produktion und die Elementbaustrasse. Hier haben wir so eine Ecke von der Aussenwand. Und so eine Ecke von der Aussenwand hat natürlich sehr viele Eigenschaften und Details, die wir nachher in einem 2D, das wäre dann in diesem Fall, muss daran denken, dass es aufgeht mit der Statik, mit der Bauphysik und vom Umsetzen her, mit der Montage und wie es am Schluss aussieht, die Ästhetik etc. Wir befinden uns, hier ist es eigentlich das Rauminnere und hier ist aussen für. Wir haben hier die Innenecke, die eigentlich schön geschlossen ist, dadurch, dass wir hier hinten in der Wanddecke Luft einplanen. Dann haben wir eine Anschlussliste. Diese Liste ist an dieser Wand angemacht. Und wenn wir mit dieser Innenwand kommen, dann können wir das eigentlich schön passgenau zusammenführen und mit einer Schraube zusammenhalten. Ganze Bauteile hier tut man nachher auf eine Wechselbritsche verladen. Und jetzt haben wir hier die einzelnen Bauteile. Die umgekehrte Reihenfolge vom Aufrichten ist dann die Produktionsreihenfolge im Werk. Und dass ich so einen Plan ausgeben kann, habe ich hier alle meine Bauteile. Von Böden zu Wänden zu einem Dach. Und ja, lade die eigentlich so laden und mache mir da relativ viel Gedanken dazu, dass am Schluss alles aufgeht. Allgemein unsere Projektleiter gehen immer aufrichten. Das heisst, wenn eigentlich die Produktionsphase vorbei ist und die scharfe Phase oder die heiße Phase kommt, dann geht man mit. Das ist mehr eine Unterstützung vom Team und ein Mithelfen. Und man weiss die meisten Details, wie es zu ausführen sind und braucht nicht immer für alles gerade einen Plan und so und kann das Team eigentlich betreuen und unterstützen. Und wenn dann wirklich die grobe Konstruktion steht, dann kann man sich wieder zurückziehen. Ja. Und es hilft auch, ein bisschen, um beim Planen nachher zu wissen, wie kann ich es noch ein bisschen wirtschaftlicher oder effizienter gestalten. Man merkt dann, dass es wirklich unangenehm ist, wenn man etwas abhauen muss, das zu lang ist. Das wäre so schnell einfach gemacht im Werk mit der Einrichtung und Infrastruktur, die auf dem Bau, je nachdem mit den Wettereinflüssen und so. Wenn es 2-3 Orte ist, einfach gleich Zeit braucht. Man muss noch einmal etwas, ein Element weglöpfen, es braucht einen Kran, es schauen zwei Leute zu. Man merkt, es ist viel Geld im Spiel und es ist zum Teil wirklich, muss man wird geschwitzt und gemacht und muss es selber auch wieder in die Ordnung bringen und denkt, hätte ich mich noch ein bisschen mehr konzentriert, wäre es nicht passiert. Und das merkst du nur, wenn du draußen hilfst. Wer kommen wir? In der Engstimme. Also, hinter
Mir nützt es auch nicht. Das andere gleich nicht da. Das ist ja vor allem Scheiße, nicht? Wenn wir halt die 63 Kunden nicht haben. Ich habe zuerst die Schnur gegangen und die Liebe. Aber es ist halt sehr viel nicht im Senkel. Ja, weil hier nachher hat er eigentlich nur einen Schattenvögel. Also hier nachher. Oder man nimmt seinen Senkel, trägt so bei rüber. Das Feister. Ja, man kann oben da etwas rein tun oder Stier vom Träger. Ja, ja. Der Liebe. Gut. Ja, also. du kannst von mir aus auch ein 64 machen, das Loch. Das ist mir schnuppe. Aber ja, ich nehme es zusammen. Ja. Schnur gut. Na, Senkel. Dann machen wir dort ein bisschen mehr Luft, je nachdem. Genau, ja. Also. Soll ich gerade lösen oben? Willst du noch lesen? Ja, sicher, ja, sicher. Ja. Jetzt kannst du dich ein bisschen aufdrücken. Stolz, Berufsstolz gehört auch noch dazu. Wenn es wirklich aufgerichtet ist und der Gipfel steht, dann kommt noch das Tannli. Und das ist eigentlich schön, dass man das miterleben darf. Gibt noch eine Abwechslung, gibt es zusätzlich, dass man nicht nur immer hockt und planen, sondern auch handwerklich anpacken kann. Jetzt kommt es gut. Und dort merkt man einfach, das ist so eine Gesamtenergie, die kommt. Das ist mir so eine gute, positive Energie, die du einfach mit ins Haus hineinnimmst. Und dann denke ich, oder sage ich, habe mein Gefühl so, an den Kunden an, das merkt ihr mit dem Kunden, wenn er da drinnen wohnt. Dass das einfach, dass man da achtsam umgegangen ist mit dem Material. Und das habe ich das Gefühl, das merkt auch der ganze Bauprozess. Also es ist so, die Leute, die arbeiten rundherum und die drinnen sind, das ist einfach eine gesunde, gute Stimmung. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig heute, dass man nicht immer so die hektische Phase hat, sondern dass man einfach sagt, jetzt sind wir miteinander das Werk bauen. Und dann soll das einfach möglichst lang Bestand haben. Oder? Und weil wir so ein wertiges Material haben, bin ich auch überzeugt, die Häuser, die überleben Generationen.